Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Dankesvideo. Ihr habt es aus dem Titel bereits entnommen. Ich möchte meinen Kanalmitgliedern, also auf YouTube, den Leuten, die hier dieses Kanalmitglied werden, klicken und dann eben sich da ein Abo aussuchen, und den Patrönchen, also denen, die sich hier auf Patreon etwas aussuchen, um eben spezielle Nachrichten, Bilder und Voice-Geschichten von mir zu erhalten, denen möchte ich danken. Für mich als Medienschaffender ist diese Geschichte mit den Mitgliedern oder mit Patreon halt eine tolle Möglichkeit, um nebenbei noch ein wenig Einnahmen generieren zu können. Man hat ja auf Twitch natürlich die ganzen Geschichten mit den Abos, mit den Spenden und so weiter und so fort, Partnerschaften, Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Aber das ist eben nochmal so ein direkter Weg, auf dem vor allem ich einstellen kann, was er kostet, um mir Geld zukommen zu lassen, wenn man das denn möchte. Also wenn man auf YouTube sagen möchte, wow, so viele Videos und gar nicht mal so schlecht hier. Oder wenn man eben auf Patreon auf bestimmte Dinge Zugriff haben möchte, also auf Dinge, die meinen RL betreffen. Ja, wenn man da dann eben sehen möchte, was ich so nebenbei alles treibe. Am Haus zum Beispiel, was mein Kind macht, wie unsere Geschichten abgehen und so weiter und so fort. Das landet eben alles hier. Und genau diesen Leuten, also den Patreons und den Kanalmitgliedern, möchte ich jetzt hiermit danken. Das mache ich jetzt direkt von Namen zu Namen. Ich fange hier auf YouTube an. Auf YouTube sind das aktuell 4 Leute. Es waren auch schon mehr da oder auch andere. Aber mit der Zeit lässt man eben auch mal ein Abo auslaufen und erneuert es dann nicht wieder aus diversen Gründen. Ich danke jetzt hier in dem Fall logischerweise nur denen, die jetzt halt gerade im Moment da sind. Und ja, das sind auch die Namen, die man am Ende von jedem Video im Outro sieht. Also wenn man sich hier reinsnackt, dann ist man automatisch auch im Outro mit drin. Auf Patreon hat man noch einige andere Vorteile, aber gerade auf YouTube hat man eben im speziellen Fall diesen Vorteil mit dem Outro. Wir haben hier am Start Sneasel mit seinem Community-Abonnement oder Mitglied, ist er bereits seit 19 Monaten mit am Start. Vielen, vielen Dank dafür, Sneasel. Du bist ein Macher. TKT Manson, auch Community-Mitglied, seit 23 Monaten mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr edel. Christoph F., auf der Stufe Bubbler, das ist die Abo-Stufe oder Mitgliedsstufe, es gibt 3 verschiedene bei mir, seit 27 Monaten mit am Start, vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt, Angrab, seit 40 Monaten auf der Bubbler-Stufe, vielen, vielen Dank dafür, das ist echt eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube sogar, Angrab, du warst mein allererstes YouTube-Mitglied. Vielen, vielen Dank dafür. Nun sind wir bei den Patreons angelangt, da gehe ich vom kleinsten bis zum größten Patreon, also vom Patronen-Level her. Hier haben wir auch nochmal 7 richtige Gönner sitzen und die nehmen wir uns jetzt vor. Erstens, Bad Wolf, du bist seit dem 7. März 2020 mit dabei. Vielen Dank für deine informierte Mitgliederpatronenschaft. Du bist aktuell am längsten Patreon bei mir. Richtiger Macher. Sonton, du bist seit dem 22. März 2021 mit dabei, auch informiertes Mitglied. Vielen Dank dafür, Sonton, aka Söhneltön, aka Sanden. Sehr sweet von dir. Manu ist seit dem 18. Mai 2021 mit am Stiesel, auch informiertes Mitglied, auch ein Macher. Vielen Dank dafür und gerne weiter so. Falls ist der Nächste. Du bist seit dem 1. Juli 2022 dabei, also noch recht frisch, sage ich mal. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine informierte Mitgliedschaft, Macher und Gönner. Roadrunner, aka Rowdy oder auch wie von mir liebevoll Rowdy genannt, ist seit dem 2. August 2022 mit dabei, also auch sehr, 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 sehr frisch noch. Auch informiertes Mitglied und natürlich einer der größten Machenden, die wir hier haben, ist ja klar. Poli ist unser frischster Patreon, er ist seit dem 11. Oktober 2022 mit dabei, also gerade mal einen Monat da. Poli, ich hoffe, es gefällt dir hier, es freut mich sehr, dass du auch so aktiv bist. Ist übrigens auch nochmal direkt hier an alle. Ihr könnt gerne auch liken und schreiben und sowas. Also ich meine, ihr könnt einfach nur lesen und genießen, ist mir natürlich, ist mir auch recht. Aber Poli ist zum Beispiel jemand, der schreibt auch gerne mal an was. Also man kann da jederzeit auch was kommentieren und hin und her und schnacken, einen kleinen Schnack abhalten. Poli, vielen Dank an dich. Kuss geht raus. Und jetzt kommen wir schon zum letzten der gesamten Unterstützer und auch zum größten. Und zwar haben wir da Nico G. Man kennt ihn und er ist aktuell einer der größten Macher, die ich hier am Start habe. Er ist seit dem 12. November 2021 am Start, also schon eine ganze Weile. Ist mittlerweile, du bist jetzt ein Jahr und 2 Tage da, also nach meiner Aufnahmeuhr hier, Nico. Und er ist am Anfang, ich weiß es gar nicht, ich glaube, er war 5 Euro Patreon. Die informierten Mitglieder sind 1 Euro. Dann gibt es die 5er und dann 10er, 15er. Und dann gab es einen Rang, und zwar Guschtel. Für den hat man 50 oder zahlt man 50. Und er hat sich den Guschtel geholt seit Monat 2 oder 3 und ist seitdem der Guschtel. Nico ballert also schon über Monate hinweg 50 Euro an mich rüber. Und das ist natürlich sehr nice, gerne gesehen. Vielen, vielen Dank dafür, Nico. Ja, du weißt, ich habe von Anfang an gesagt, ich freue mich extrem darüber, sobald du das aber nicht mehr kannst, von der Leistung her, also einfach, ne, weil das ist ja schon echt ein Haufen Geld. Alleine von dir sind es 443 Euro, seitdem du hier bist.
wenn es nicht mehr weitergeht, alles cool, wenn du runterfährst oder halt ganz rausgehst, wie auch immer, alles cool. Ich freue mich riesig über jeden Monat, den ich bei den YouTube-Mitgliedern und auch bei den Patreon-Leuten halt was bekomme, egal wie viel es ist. Vielen, vielen Dank dafür, ihr seid alles die süßesten Macher der Welt. Das ist ja wohl absolut klar. Ich weiß, dass ich schon mal so ein Video gemacht habe für die Patreons. Ich glaube aber, bis dato hatte ich noch keins nur für die YouTube-Mitglieder. Und da aktuell auch wieder ziemlich viel Zeit vergangen ist seit meinem letzten Dankesvideo generell, ja, musste ja wieder was raushauen. Es ist halt wirklich eine Erleichterung. Es ist auch wirklich für meine Nerven eine schöne Sache, wenn ich halt weiß, neben den Geschichten ist eben einfach noch was da, sind noch zwei Dinge da, die Mitglieder und die Patreons, die halt auch einfach, gut, ich will es nicht sagen, appreciaten. Jeder von euch, auch die Leute, die kostenlos reingucken, appreciaten, nehme ich an, den Content, schreiben darum Kommentare, geben Daumen nach oben und so weiter und so fort. Das ist mir klar, dass euch das natürlich trotzdem gefällt. Ich suche gerade ein besseres oder anderes Wort dafür. Ich sag mal, Leute, die einfach einen Schritt weitergehen und sagen, komm, ich möchte einfach was oben drauf geben, auch wenn es nur ein Euro ist. Ich meine, es ist alles gern gesehen, zu 100%. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und gerade in der heutigen Zeit, jetzt mit dem Winter und hin und her und der ganzen Gasscheiße und dem Krieg und so weiter und so fort, ist ja selbst ein Euro einfach zu geben und das jeden Monat schon ein Wort. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch allen natürlich, auch die, die jetzt nicht Patreon-Mitglied sind, einen wunderschönen weiteren Resttag und möglicherweise auch ein schönes Wochenende, falls das Video hier kurz vorm Wochenende oder am Wochenende kommt. Und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, hier am Ende einfach nochmal jedem Einzelnen zu danken, der irgendwie über egal welchen Weg eine kleine Spende mir hat zukommen lassen. Also sei es über Skins, über direkte Spenden, über Abos, über verschenkte Abos, über Bits, vielen, vielen Dank dafür. Macher, Gönner und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kuss geht raus und hier kommt das Outro. Bam! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.